Rockstar Games hat gestern ein paar kleine Änderungen in GTA Online vorgenommen in Form von Patches. Außerdem startet morgen die neue Eventwoche von GTA Online mit erstmals nach langer Zeit wieder Dripfeed-Content von einem Update. Was uns da so erwarten wird, ich erkläre es dir im heutigen Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, im heutigen Video geht es wie gesagt erstmal darum, was Rockstar Games denn die letzten Tage gefixt hat an Bugs. Und dann sprechen wir darüber, was uns morgen Neues in GTA Online erwarten wird. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein und zwar mit den Sachen, die Rockstar Games verändert hat. Denn zunächst einmal hat Rockstar Games die CEO Payphone Hit Variante aufgrund eines Fehlers deaktiviert. Also es gibt ja die ganzen Telefonattentate, dort gibt es ja auch eine Möglichkeit mit CEO und das Ding wurde eben deaktiviert, weil es einen Fehler hat. Außerdem gibt es einen Business Battle, also einen Konkurrenzkampf in Simeons Autohaus. Auch das wurde deaktiviert, da ja das Simeon Autohaus als Teil des Dripfeed Contents noch kommen wird. Abgesehen davon gab es noch ein paar kleine Patches und zwar einmal ein Arena War God Mode sowie ein paar Auto-Merch Glitches wurden gepatcht. Dann, dass man Kundenmotorräder einfach im Passivmodus abliefern konnte, wurde gepatcht. Ein Juggernaut Spawn Bug während der Mission ULP Cleanup wurde ebenfalls gefixt, sowie ein Fehler bei den Organisations- bzw. MC-Namen und im Zusammenhang mit der Sitzanimation. Eine kleine Änderung gibt es zusätzlich auch noch und zwar bezüglich Caio Perico, denn der Cooldown vom Heist, wenn man den Solo gespielt hat, der hat sich geändert. Er war ja die ganze Zeit bei 144 Minuten, also wenn ihr den Caio Perico Heist Solo gespielt habt, dann musstet ihr 144 Minuten warten, bis ihr ihn wieder starten könnt. Das hat sich jetzt verändert und zwar ist das Ganze jetzt auf drei Ingame-Tage verändert und zwar sind das 2 Stunden und 24 Minuten. Also nur, dass ihr da auch mal Bescheid wisst, falls ihr ein richtiger, ich weiß nicht, Caio Perico Junkie seid und das öfters mal spielen wollt. Also ein paar kleine Sachen. Am störendsten so beim Spielen ist vermutlich entweder die Auto-Merch-Glitches, weil man dadurch natürlich auch Formel-1-Reifen und so kriegen konnte, und dass die CEO-Attentatsmission deaktiviert wurde, denn dadurch könnte man jetzt nicht mehr alle Trophäen für eure Agency bekommen. Das ist ein bisschen schade. In dem Sinne, Rockstar Games bringt es am besten schnell wieder rein. Okay, so viel aber zu den letzten Tagen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber mal an, was uns morgen erwarten wird, denn morgen ist der erste Donnerstag nach dem großen oder relativ großen Criminal Enterprises Update. Und somit startet auch der Dripfeed, denn Dripfeed gibt es ja wirklich zuhauf seit diesem Update. Da hatten wir ja schon in einigen Videos drüber gesprochen. Zunächst einmal werden wir morgen nämlich ein neues Fahrzeug bekommen. Und das ist sehr wahrscheinlich der Grotti Prioso 300 als Bennys Variante. Er wird uns erstmal 457.000 kosten, plus dann eben noch die entsprechenden Upgrades. Der SM722 für 2,1 Millionen, das ist dieser neue Mercedes, der so geil aussieht. Oder der D-Class Traugur für 1,4 bzw. 1,9 Millionen. Man muss bei all diesen drei Autos sagen, das ist das, was am wahrscheinlichsten kommt. Eines von diesen drei. Theoretisch kann Rockstar Games auch ein Auto von weiter hinten nach vorne platzieren und es dann später wieder hintersetzen. Das ist theoretisch möglich. Aber man kann sehr sicher eigentlich davon ausgehen, dass eines dieser drei Autos kommt. Wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, dann denke ich, dass morgen der D-Class Dragur oder der Prioso erscheint. Eher weniger der Mercedes, weil wir einfach bei Legendary nur zwei Autos haben. Das ist ein bisschen wenig. Ich denke, erstmal wird Rockstar Games die Auto-Webseiten abarbeiten, wo eben viele Autos sind und es dann eben entweder Southland, San Andreas, Superautos.com oder Bennys und dementsprechend denke ich, dass diese beiden Autos eher kommen. Welches von diesen drei Autos wünschst du dir am ehesten? Schreib's mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, haben wir auch eine neue Podiumsliste bzw. eine Preisfahrzeugliste. Starten wir aber mal mit den Fahrzeugen, die wir diese Woche kostenlos im Casino bekommen könnten. Das wäre einmal der Cypher, der Rapid GT Classic, der Paragon R, der Tempesta oder der Cyclone. Wichtig, und das möchte ich auch immer wieder betonen, ist, Rockstar Games kann eines der Fahrzeuge dieser Liste nehmen.
muss es aber nicht. Rockstar Games kann theoretisch auch ganz kurzfristig morgen früh noch ein weiteres Auto auf diese Liste setzen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben recht hoch, dass eines dieser Fahrzeuge kommt. Und warum ist das jetzt wichtig zu wissen? Naja, wenn man sich überlegt, zum Beispiel den Tempesta zu kaufen und man weiß, dass dieser jetzt auf der Liste steht, dann würde ich mir ihn eben nicht kaufen, weil man eben weiß, dass er in absehbarer Zeit kostenlos kommen wird. Das gleiche gilt übrigens auch für die Preisfahrzeuge im LSK Meet. Dort hätten wir nämlich folgende Autos zur Auswahl. Der Swinger, der Redtune, der Club, der Osiris, der Vagrant und der Flash GT. Eines dieser Autos wird uns da morgen erwarten, welches ist eben nach wie vor ungewiss. Neben den ganzen neuen Autos und den neuen Podiumsfahrzeugen und so weiter, wird uns natürlich morgen auch neue Rabattaktionen, neue Doppelgeld, Doppel-RP-Missionen und so weiter erwarten und vielleicht sogar zusätzlicher Dripfeed-Content, also sowas wie die Autohäuser, die Schatzsuchen inklusive der M16 und so weiter und so fort. Wir haben ja unglaublich viele Schatzsuchen im Spiel, hatte ich ja überall schon mal ein Video drüber gemacht. Ich denke, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal ausreizen. Ob davon auch irgendwas noch ins Spiel kommt, ist jetzt fraglich. Das ist schwierig einzuschätzen, außer beim Halloween-Content. Den kann man natürlich Ende Oktober schon mal festhalten. Aber alles andere ist halt reine Spekulation und Hoffen. Bei den Autos kann man es immer relativ genau vorhersagen, habt ihr ja gerade gesehen. Aber die Frage ist eben, was ist mit diesem zusätzlichen Content? Was kommt mit was zusammen? Wann? Und so weiter und so fort. Also meine perfekte Eventwoche morgen wäre, dass wir den neuen Mercedes bekommen, was ich aber persönlich als unrealistisch empfinde, als Podiumsfahrzeug den Tempesta, als Preisfahrzeug den Vagrant. Und dann gibt es noch die Autohäuser und die M16-Schatzsuche. Das wäre so meine perfekte Eventwoche. Aber was wäre deine? In welcher Kombination würdest du dir das Ganze hier erhoffen? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Bevor wir uns jetzt aber zu sehr hypen auf das, was morgen passiert, denkt dran, heute ist die letzte Möglichkeit, sich noch die weißen AirPods in GTA Online abzuholen. Dafür einfach irgendeine Verkaufsmission machen. Vollkommen egal, ob Nachtclub, Bunker, was auch immer. Macht ihr einfach und bumm, bekommt ihr die weißen AirPods als, ja, wie soll ich sagen, besonderen Gegenstand freigeschaltet. Hatte ich auch schon ein eigenes Video zu gemacht. Wenn ihr da nochmal Unterstützung oder Hilfe braucht, schaut euch das einfach noch einmal an. Ja, Freunde, und das war im Prinzip auch schon alles, was ich euch mal mitteilen wollte für morgen. Kleine Information vielleicht noch, ich werde morgen Nachmittag, wenn ein neues Auto erschienen ist, auch einen Livestream machen, wo ich euch alles zeige, was neu dazugekommen ist, wo wir auch das neue Auto mal uns anschauen und tunen. Allerdings ist das Ganze erst so circa um 17 Uhr rum, weil ich morgen auf einem Betriebsausflug bin und ich weiß, wie lange das Ganze genau dauert. Genauso das gleiche mit dem Eventwochenvideo wird dann dementsprechend erst morgen Nachmittag kommen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr trotzdem euch das Ganze anschauen würdet und dann einfach den Kanal damit auch natürlich supportet. Ja, und bis dahin hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne gratis einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr rund um GTA zu verpassen. Und jetzt bin ich auch schon wieder raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.